Tod der Kaiserin. Hier waren wir schon mal im ersten Teil. Sie mich zum Dunwall Tower, zurück zum Korb meiner eigenen Lust. Das werde ich. Delilah wird wieder sterblich sein. Sie lassen Emilys Mutter in Vergessenheit geraten. Wissen Sie, wo meine Mutter liegt? In einem Kindersarg, ihre dünnen Beine unter dem Körper. Ich hatte kein Geld für eine richtige Beerdigung, aber mein Vater liegt in der Kaisergruft. Sie lügen. Sie können es nicht akzeptieren. Sie kam als Geschenk nach Dunwall, wie eine Schachtel Süßigkeiten. Mehr waren sie nicht wert. Ich wohne im Herzen ihrer Liebsten und schlafe im Bett ihrer unehelichen Tochter. Eines hat mich Karnaka gelehrt. Man verdient nur dann den Thron, wenn man bereit ist, einen roten Teppich aus Blut davor auszurollen. Wir sehen uns schon bald. Dann sterben sie, Delilah. Sehr interessantes Thema. Eliminieren Sie Delilah Kuppesbrot und finden einen Weg in den Tower. Okay, hier schon mal nicht. Cool, wir können fahren. Nee, können wir nicht. Das war eine Überlegung, die dann doch nicht funktioniert. Obwohl. Ach, schade, hier ist echt zu. Naja, wenn er zu ist. Und hier ist kein Strom drauf. Können wir drüber laufen. Und da hinten ist alles kaputt gegangen. Was? Was hast du denn gesoffen? Es war einmal ein König gekleidet, sehr adrett. Er ruhte nahm Feuer auf heißen Federbett. Auf in seine Ohren. Schwere Zeiten in Dunwall. Die neue Kaiserin und ihre Leute sind an der Macht. Endlich können wir mal wieder voll machen. Sie werden es nicht bereuen. War mir eine Freude. Kommt drauf. Ich habe immer im Orden gebetet, aber seit Tagen kam kein einziger Aufseher. Kommen Sie wieder, wenn Sie was brauchen. Ja, definitiv. Wo sind wir denn jetzt hier? Schlimme Neuigkeiten aus der Hauptstadt. Nach dem Staatsstreich sitzt Delilah, ehemals Delilah Kuppesbrot, immer noch auf dem Thron. Okay. Zwei Tage haben sich alle Ordensmänner auf der Straße versammelt und sind vom Dunwall Tower marschiert. Habe noch nie so viele von ihnen auf einmal gesehen. Oh oh. Das wird was.
das gehört. Ich hab doch irgendwo. Nein, jetzt hab ich's. Klar, die? Sieht ja schon ziemlich böse aus hier mittlerweile. Ui. Hunde. Hunde und noch mehr Hunde. Da unten können wir langlaufen. Oder wir versuchen das mal da drüben. Wo bitte willst du hin? Nein! Na los! Beenden wir! Bist sicher total ver... Lass das einfach. Oh Gott, das ist ein Hutmacher. Die wollte ich doch gar nicht. Ja, Pech. Jetzt habe ich echt Pech. So war das überhaupt nicht gedacht. Getroffen. Ich sollte an allen Gebäuden in dieser Straße liegen. Warum nicht? Niemand hält uns davon ab, hier alles einzureißen. Meine alte Dame in Edinburgh hat das hier gebaut. Ich sehe das schon. Also, wer das hier gebaut hat. Delilah. Brienne nahm als erste unseren Ruf. Man muss im Bett sterben, den Bauch. Was ist hier los? Drüben sucht wohl jemand dringend Ärger. Dafür bringe ich dich um! Das ist ein ganz anderer Eingang. Also ich glaube weniger, dass wir hier unten lang kommen. Genau, das glaube ich weniger. Ich glaube, wir gehen da hoch. Genau. Haha. Geht doch. Geht nicht. Oh, fuck it. Thank you.
Nein. Das war jetzt die einzige Möglichkeit. Wirklich weiter mit dem gebrochenen Bein einer Ruine lieben, an einer aus umgebrachter Loyalität zu ihrem Vorgesetzten? Eieieiei. Er ist tot und außerdem ist er ein Arschloch. Gibt's da drüben noch was? Ne. Oder? Ne. Kommen wir nicht hin. Schönen guten Tag erstmal. Ach, wie geil. Auch aus dem ersten Teil. Cool. Also, es ist schön zu sehen, dass sie nicht alles einfach nur weggeschmissen haben. Weiter jetzt. Das ist ein Jammer. Wieso ist das ein Jammer? Was hat denn das damit zu tun? Ganz anderer Weg. Wir sind auf einem komplett anderen Weg gerade. Kann ich da rein? Ja. Ach du Scheiße. Hä? Gefällt mir nicht. Was? Ah?
Delilah. Was? Das ist doch nicht Delilah. Die Straße hinter dem Tower für den Fall, dass jemand den Geheimgang der alten Kaiserin kennt. Arbeitet zur Not die ganze Nacht durch. Okay. Hier knistert irgendwas. Ah ja, da oben. Außer wieder zurück. Extra die Gitter hingemacht, dass man hier nicht mehr weiterkommt. Ah! Au! Boah! Okay, ich hab's ja kapiert. Nicht da lang. Mahlzeit, Howie. Da ist noch eine Rune drin. Ich hab die nicht gesehen vorhin. Wo ist denn da eine Rune drin? Wie soll ich denn da rankommen? Dann müsste hier irgendwas versteckt sein. Gibt's hier wieder irgendeinen Knopf oder so, von dem ich nichts weiß? Ja! Willkommen zu Hause! Kaiserlicher Schutzherr, Delilah erwartet dich. Sie hat in den letzten Wochen schlecht geschlafen, weil dieser Teil von ihr, den du bei dir trägst, sie gerufen hat, damit sie ihn sich zurückholt. Sie spürt auch das Verlangen, wird aber alles tun, damit du ihren Geist nicht zurückbringst, wohin er gehört. Du warst vorsichtig in Kanaka. Mal sehen, wie dir das im Tower dient, in dem du und Jessamine euch verliebt habt. Delilah hat den Thron und deine Tochter. Doch jetzt hat sie auch ein Geheimnis. So viele schöne Sachen. Schmatz. Okay, wir müssen raus. Wir müssen definitiv jetzt raus. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier drauf laufen können. Okay, wir können drauf laufen. Kein Strom dran. Sind alle am Schlafen. Der Rest ist gehängt. Ja, böse. Hier waren wir doch schon mal.
Oh oh. Keep out. Galvanis Wohnungsschlüssel. Okay. Achtung Besucher, wenn Sie wegen Dr. Galvani hier sind, sollten Sie sich besser schnell eine Fahrkarte nach Tyvia besorgen, weil da ist er hin. Hör auf. Ja. Gegenstoßinversion. Okay. Badesalz. Also diese Wohnung hier ist auch nicht gerade perfekt. Dankeschön. Süß. Aber tatsächlich, das ist das erste Mal, dass ich jetzt an der Wand sehe, dass es hingeschrieben wurde. Ansonsten habe ich das noch nie gesehen. So. Bald träume ich den Traum von einer neuen Welt und alles wird sich ändern. Da gibt es noch einen Zugang da oben. Okay. Ein schwarzes Knochenartefakt, da waren wir doch. Gut, müssen wir mal gucken, wo wir anders hinkommen. Da hier drüben gibt es auf alle Fälle den Keep Out. Halt. Da ist auch noch eine Rune. Sind wir in die Häuser nicht rein? Nein, wir sind in die Häuser nicht rein. Die haben wir vergessen. Die haben wir komplett vergessen. Sehen. Wer sind Sie? Ich bin ein Agent der Warenkaiserin Emily Colvin. Den Sternen sei Dank. Ich verstecke mich hier seit dem Staatsstreich. Habe an den Gleisen gearbeitet, bevor alles den Bach runterging. Ich war unterwegs. Wie war es denn so hier in der Hauptstadt? Zuerst gab es Kämpfe. Delilahs Leute gegen die Mitglieder der Stadtwache, die noch loyal waren. Die Leute verbarrikadierten die Straßen, wollten den Tower beschützen. Schließlich kamen die Aufseher, angeführt vom Oberaufseher. Sie kämpften gegen Delilahs Hexen. Das ist das einzig passende Wort. Aber einen Aufseher habe ich schon länger nicht gesehen. Was noch? Es gab Kämpfe um Nahrung, aber die meisten Leute sind geflohen. Vor kurzem kam jemand mitten in der Nacht vorbei und schob einen Wagen in Richtung Tower. Sah nach Knochen aus. Vielleicht aus einem Wahlschlachthaus. Keine Ahnung, was Delilah damit vorhatte. Ich danke Ihnen für Ihren Bericht. Halten Sie sich ein paar Tage versteckt. Vielleicht wird es ja danach besser. Gib ihm doch ein bisschen Geld. Du hast doch genug.
Aha, das war die Tür. Gut. Sieht schon geil aus. Da wird geschrien. Das ist sehr unnormal. Spielen oder so. Kaiserin und Schutzherr entlastet, Opfer trickreicher Verschwörer. In unserem Blatt, den viele vertrauen, haben wir schon oft über den Kronmeuchler spekuliert. Zuerst glaubten wir, das Monster würde Befehle direkt vom Thron erhalten. Doch durch jüngste Ereignisse wurden unzählige Fakten aufgedeckt, die Kaiserin Emily Colwyn und ihre kaiserlichen Schutzherren vor all diesen Zweifeln freisprechen. Ah, es geht so langsam in die Richtung, die wir wollen. Zu dir komme ich gleich. Ein bisschen Gold. So, jetzt machen wir einen auf Feinden her. Waffen weg. Wer sind Sie? Halt! Lord Corvo! Ja. Kann das sein? Ja. Ich war zu Hause in Sarkonos, um die Lailas Unterstützer anzugreifen. Die Verantwortlichen hinter dem Putsch gegen Emily. Waren Sie erfolgreich? Hier herrscht das Chaos. Ich weiß jetzt, wie man Delilah besiegt. Ich stürze sie und finde einen Weg, meiner Tochter wieder auf den Thron zu helfen. Das sind die besten Neuigkeiten seit langem. Sie haben meine Unterstützung. Was Sie auch brauchen, fragen Sie. Sobald es sicher ist, berichten Sie davon. Wenn ich gewinne, lade ich Sie in den Dunwall Tower zu einem Interview ein. Ach, wie geil ist das denn? So, das können wir direkt gucken, ob wir da rüberkommen. Da hoch. Da drüben ist alles zu, da auch. Vor so langer Zeit liefen wir über die Dächer und machten Lagerfeuer auf dem Friedhof. Schliefen den ganzen Tag. Nicht. Da, das schwarze Knochenartefakt. Haben wir das nicht mitgenommen? Lass uns das nochmal markieren. Ich kann mich echt erinnern, dass wir hier waren. Und dass wir das. Dass wir hier nicht. Ach. Ja klar, ich hab's liegen gelassen. Hab drauf geguckt und hab's liegen gelassen. Ach, wie kann man nur so? Manchmal.
sagen, können wir nochmal schnell hier drüben reingucken, wenn wir überhaupt reinkommen. Das Tor verteidigen. Koppel blind protestieren Sie mit Ihren Männern vor dem Tor. Das macht er ganz bestimmt. Oh, nein, noch nicht. Was? Zum Coldred-Kanal? Wieso? Wir müssen doch erst da zu Dunwall. Wir haben jetzt irgendwas verpasst. Und ich habe nicht gespeichert, ich simpel. Was machen wir hier? Hier werden wir nachher abgeholt. Oder wir fahren hier. Wir müssen nachher noch da hinten hin. Ist das geil. Mal gucken, ob wir jetzt schon hinkommen. Das tut doch weh. Da kommen wir wirklich erst später hin. Finde die Leiter Copperspoon. Wir sind in eine komplett andere Richtung gerade gelaufen. Das ist Delilahs Werk. Hier wollten wir echt nicht hin. Aber okay. Was? Fang mich, wenn du kannst! Tudu! Gegen uns. Ich würde mal sagen, doch. Wie willst du sterben? Wir sehen uns im... Fertig. Abputze. Genau, geht euch mal die Viecher da holen. Ja, so ist schön.
Okay, wir haben eine Abkürzung genommen, sodass wir hier nicht reingekommen sind. Hehehe. Okay. Also Absicht war das schon mal definitiv nicht. Lass mich doch jetzt endlich mal da hoch, damit ich hier rüber kann.